Willkommen zurück zu Jump 1.5. Ich bin immer noch auf dem Weg zum Schloss der sechsten Welt, aber da liegt noch ein Level dazwischen, nämlich Throw von Flan, bei dem es wohl ein Retry-System und Videos dazu gibt. Außerdem noch ein Secret Exit, der aber wahrscheinlich dann mit dem Video zu tun hat. Und es ist ein Autoscroller. Yippie, gib mal einen Tipp. Brauchst einen Ratschlag? Du brauchst vielleicht diese Wurfblöcke, um den Secret Exit erreichen zu können. So. Dann nehmen wir doch mal direkt einen mit. Uah, wie unbequem. Achso, warte mal. Hier kann man gar nirgendwo landen. Nein, es geht nur mit Spin Jump. Jetzt kann ich wenigstens mal dieses eine Item ausprobieren, das ich mir gekauft habe. Dass ich mit Item in der Hand einen Spin Jump machen kann. Total ungewohnt. Aber natürlich in so einer Situation recht hilfreich. Aha. Aha, jetzt kriege ich hier einen weiteren Block. Weil, die lösen sich ja nach einer Weile auf. Ups. Supi. Das war's dann schon mal mit den Blöcken. Aber wenn ich die Box richtig verstanden habe, dann ist es ja nur dazu da, um den Secret Exit zu bekommen. Mit anderen Worten, hier ist noch nichts verloren, hoffe ich. Kann wenigstens noch das Level normal abschließen. Ja, was willst du denn? Boah, und diese Blöcke muss man dann tatsächlich durch das gesamte Level transportieren. Das stelle ich mir ehrlich gesagt ziemlich ätzend vor. Vor allem, weil es halt ein Autoscroller ist und man sich gar nicht beeilen kann. Man ist auf die Geschwindigkeit hier angewiesen. Was ist das denn für ein... No! Puh. Und dann noch diese Chucks hier, die man ständig reinlatschen kann. Holy moly. Endet das auch mal? Was ist das denn jetzt? Okay, hier ist der Secret Exit, aber auch das normale Ziel. Ja, gut. Da will ich ehrlich sein. Da bin ich jetzt zur Abwechslung mal nicht so begeistert von. Zum einen ist es immer blöd, wenn der Secret Exit genau da ist, wo das normale Ziel auch ist. Weil, ja, warum soll ich das gleiche Level zweimal spielen? Ich meine, klar, es hat jetzt diesen Twist mit dem Wurfblock. Aber das stelle ich mir eigentlich eher wie die totale Folter vor. Ich meine, die Wurfblöcke sind ja sowieso der reinste Jank. Muss immer aufpassen, dass man die in die richtige Richtung wirft und überhaupt und sowieso. Und dann zerschellen sie noch beim kleinsten Windhauch. Oh, die Hitbox ist aber richtig unfreundlich. Und so rein vom Jump'n'Run-Aspekt her ist das Level wirklich nicht einfach. Hm, was mache ich denn hier überhaupt? Dieser Chuck steht da super ungünstig. Schon mal schön spät in die Hand nehmen. Bisher hatte ich zwar kein Problem mit der Auflösung des Blocks, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ah! Boah, hässlicher Autoscroller, Mann, wenn der nicht wäre. Okay. Den mitnehmen. Was kam denn jetzt eigentlich nochmal? Ich kann mich nicht erinnern. Dafür habe ich wahrscheinlich keine Zeit. Hm, okay. Oh, das ist aber richtig knapp. Da muss man extrem schnell sein, sonst wird man vom Autoscroller zerlegt. Nein, falsche Richtung, Luigi. Nein, hat sich aufgelöst. In genau dem Moment, wo ich das Ding werfen wollte. Ach, du Schande. Hm, wie viel wären es denn noch gewesen? Schon noch einige, ja. Kommt man hier eigentlich direkt rüber? Ich glaube, das hätte mir nicht gereicht. Man muss tatsächlich die Sägen als Plattform benutzen. Dann den Chuck noch aus dem Weg räumen. Und das Schwierigste wird es wahrscheinlich sein, dann am Schluss hier... Ja, an diesen Koopas vorbeizukommen. Ja, dass man da den Block nicht zerstört. Am besten nach oben werfen und wieder auffangen. Anders geht's gar nicht. Nee, warte mal. An der Stelle müsste ich ja schon den Schlüssel in der Hand haben. Wo kriege ich den überhaupt her? Der ist wahrscheinlich in der letzten Box drin. Hm, okay. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Nein, wieso nach oben, Luigi? Wieso nach oben? Oh Gott. So, ich muss halt hier warten, bis der Block ins Bild kommt, sonst wird das nicht gewertet. Deswegen ist die Stelle eigentlich so eklig. Mhm. Weiter geht's. Boah, ey. Jetzt hat er das wieder nach unten geworfen. No, und dann darf man es noch nicht mal von der Kante hier oben werfen. Das geht nicht. Wie unbequem. Oh oh, den zweiten Bounce wollte ich eigentlich gar nicht. Okay,
Und zack, immerhin hat er diese roten Blöcke hingemacht, damit man nicht aus Versehen in den Block, den man öffnen will, reinläuft. Was für ein Stress. Yes! Oh Gott, was kann jetzt noch schief gehen? Eigentlich alles, wenn man es genau nimmt, oder? Vor allem... No! Geht's noch? No! Ah, ich dachte, die Plattform fällt schneller. Nein, wieso macht er das denn? Ist mein Controller kaputt, oder was? Das kann ja gar nicht sein. Dass ich da nach oben drück. Das ist eigentlich mit die schwierigste Stelle. Okay. Lauf, Luigi! Und die Würfe hier, die sind halt alle super eklig, ne? Da machst du einen Fehler. Und dann war es das auch schon. Bisschen daneben geworfen. Ja! Oh, man. Wer ist auf die Idee gekommen, hier einen Autoscroller draus zu machen? Ganz ehrlich. Das ist wirklich die absolute Sadistik. Wenn das überhaupt ein Wort ist. Was? Ich habe einen Spinjump gemacht. Lüg mich doch nicht an. Das wäre halt schon ein wahnsinniger Vorteil, wenn ich hier am Ende mal groß wäre. Weil dann müsste ich mir um den Sprung durch die Koopas keine Gedanken mehr machen. Aber es wird mir nicht gegönnt. Es wird mir nicht gegönnt. Wow, das war risky. Hätte ich eigentlich nicht machen dürfen. Also gut, Konzentration. Fuck. War das eine schlechte Hitbox. Habt ihr gesehen, wie tief ich in diesen Koopa reingefallen bin? Wow. Ich will auf keinen Fall, dass der hier einen Felsen losballern kann. Was? Das musst du auch erstmal hinkriegen. Die Säge da kommt so ungünstig, weil sie gerade ein bisschen über die Plattform hinausragt. Und man kann nie sagen, lande ich jetzt auf der Plattform oder kriege ich den Bounce von der Säge. Es ist wirklich super knapp, jedes Mal. Ich muss da ein anderes Timing finden, damit das nicht passiert. Hier nochmal kurz warten an der Kante. Ich glaube, das ist besser. Dann komme ich hier ein bisschen weiter, kann direkt drüber springen. Sehr gut. Cheat. Der Sprung ist auch mega knapp, ne? Wenn man da keinen normalen Sprung macht, sondern einen Spinjump, dann reicht es ja nie im Leben. Na, boah, was? Lol. Das kriege ich nie wieder hin. Jetzt bin ich endlich mal hier groß. Please. Okay. Den kurz betäuben. Jetzt kann ich sogar den Treffer einstecken, ne? Bei den Koopas. Scheißegal, kommt man eh nicht durch. Voll schwer. Geschafft! Puh! Das war stressig. Was kriege ich denn dafür? Einen Weg zurück auf die Hauptoberwelt. Mountain of Frugality. Von Lazy. Wo das wohl hinführt? Das finden wir irgendwann später mal raus. Jetzt mache ich erstmal die Welt hier fertig. Mit der Factory of Necessity. Die Fabrik der Notwendigkeit. Von Witherskelly. Und es gibt ganz normal einen Exit. Das kann ich jetzt richtig gut gebrauchen. Oh, nice. Hübsch sieht's aus. Ach so, da kann man gar nicht stehen. Jetzt sehe ich das erst, der Hintergrund. Ist etwas schwierig vom Vordergrund zu unterscheiden. Ich sehe gar nichts. Ich sehe gar nichts. Da muss ich nochmal ganz genau hinschielen. Momentchen. Und auch hier die Boxen, ne? Teilweise sind das Hintergrund-Grafiken.
Ja, ich denke, ich glaube, so langsam verstehe ich, was er hier von mir will. Ich soll auf der... Nee, doch, ich verstehe es doch nicht. Sorry. Wer zwei Pilze an einer und der gleichen Stelle verliert, hat definitiv nichts kapiert. Ich habe aber irgendwie zu spät geschnallt, dass man sich an diesen Seilen festhalten kann, ehrlich gesagt. Ah! Ganz schön brutal hier. Da unten, diese paar Pixel, das sieht mir aus wie eine Dragon Coin, aber von hier komme ich da wohl nicht dran. Muss ich einen anderen Weg finden. Und diese Boxen machen mir überhaupt nichts, obwohl da ein Totenkopf drauf ist. Ist auch irgendwie merkwürdig. Ah! Hier ist schon eine nächste Dragon Coin, dann habe ich die wohl verpasst. Es sei denn, es gibt noch irgendeinen Weg. Nee. Dann gib halt her den Pilz. Hier ist Endstation. Warte. Wenn jetzt dieser Knochentrocken da drüben in die andere Richtung gefallen wäre, dann... Oh, das sind Stacheln! Manu. Dann hätte ich den als quasi Plattform benutzen können. Jetzt ist der aber halt leider... Wo ist der überhaupt jetzt? Ich muss ihn nochmal irgendwie dazu kriegen, erneut zu spawnen. Da ist er. Oh nein, nicht werfen, bitte! Oh nee, nein! Oh Gott. Ich dachte halt, das ist einer, der nicht wirft, weil extra diese Blöcke hier sind, um auch einen Knochentrocken, der keine Knochen wirft, hier runter zu bekommen. Zack. So. Jetzt wäre es ganz cool, wenn er hier runterlaufen könnte. Macht aber wahrscheinlich nicht. Doch, macht er. Er ist kooperativ. Ich meine, klar, man könnte sich auch hier einfach treffen lassen, aber... Naja. Fühlt sich halt besser an, wenn man es auf die gewollte Art und Weise macht. Sackgasse. Oh mein Gott, jetzt kommt auf einmal so eine Jump'n'Run-Section. Damit habe ich nicht gerechnet. Das ganze Level war irgendwie so rätselbehaft und jetzt auf einmal von einem Knochentrocken auf den nächsten jumpen. Ich hätte mir jetzt eigentlich gerne das Power-Up da drüben geholt, aber die Gefahr, dass mir der Knochentrocken dann despawnt, ist zu groß. Ach, das ist es schon. Das könnte allerdings zu Dragon Coin führen, wenn der Level-Ersteller ein Gespür für Belohnungen hat. Sehr gut. Was mir aber jetzt sehr negativ auffällt ist... Oh mein Gott, man stirbt hier relativ schnell. Die Dragon Coin ist... Ja, relativ ätzend zu bekommen. Und das in Kombination könnte dazu führen, dass es ziemlich anstrengend wird, hier alle zu bekommen. Oder sie zumindest mal bis zum Checkpoint durchzubringen, um sie, lol, abspeichern zu können. Wieso hat sie hier eigentlich so viele Gegner? Total übereinander gelappt wieder. Jetzt komme ich wenigstens hier unten durch, ne? Ja. Muss den Schalter aber direkt nochmal aktivieren. Fly! Fly, Octofly. Whee! Oh, gut, dass ich den getroffen habe. Jetzt habe ich hier mehrere Auswahlmöglichkeiten. Geht's in die Röhre rein? Geht es? Hm. Und da möchte wohl jemand, dass ich das Cape noch ein bisschen länger behalte. Dann versuchen wir das mal. Moment, der Schalter ist Troll. Den will ich nicht aktivieren. Und den Blumen wahrscheinlich... No, den Blumen muss ich ausweichen. Ich sag's doch und krieg's trotzdem nicht hin. Ich wollte die mit dem Cape so wegwischen, aber diese Custom-Blöcke da, die verhindern das. Also wenn ich jetzt nochmal sterbe, dann lasse ich die Münze aus und hole sie als letztes. Weil dann kann ich mit Start und Select raus. Vorausgesetzt natürlich... Nein, ist schon wieder nach oben geworden. Also irgendwas stimmt mit meinem Controller nicht. Da muss ich mal tiefere Nachforschungen angehen. Das kann nicht sein. Dass der immer nach oben drückt? Holy man! Das nach all der Anstrengung kann man hier mit einem winzigen Fehler sterben. Will ich jetzt überhaupt da unten lang? Keine Ahnung. Könnte halt eine Dragon Coin wert sein. Ich versuch's nochmal. Was? Womit hat er das denn bitte jetzt aktiviert? Mit seinem Cape? Ja, sonst funktioniert's nie, ne? Sonst funktioniert's nie. Typisch. Hui!
No! Oh, man hat nicht gesehen, wo es hingeht. Aber okay, die Abschnitte sind relativ kurz. Und der war sogar relativ spaßig. Alles relativ, natürlich. So, jetzt habe ich irgendwas übersprungen. Vielleicht wäre da oben die Dragon Coin gewesen. Aber mit einem Checkpoint bin ich vorerst auch mal zufrieden. Puh, vor allem, weil mich das Level brutal stresst. Fast noch mehr wie das davor mit dem Wurfblock. Ja, hör doch auf mit diesen feuerspeienden Piranha-Pflanzen. Die kommen in Super Mario World, glaube ich, in einem Level vor. Oder zumindest nur in sehr wenigen, irgendwo in der Special World. Aber in Hex sind die sehr beliebt. Ich mag die überhaupt nicht, weil man sie nicht... Genau das gleiche Problem wie mit den Knochen trocken, wo die einen mit Knochen werfen und die anderen nicht und man sie nicht unterscheiden kann. Das gleiche Problem hat man mit diesen Piranha-Pflanzen. Auf einmal spucken die mit einer Flamme. Und es gibt keine Möglichkeit, das vorauszuahnen. So, da unten ist eine Dragon Coin. Ziemlich dumm versteckt. Habe ich jetzt alle Eisblöcke weggeschossen? Das wäre nämlich ziemlich dumm. Ja, habe ich. Nein, und alle... Und nee, warte, ich hatte einen Checkpoint. Oh, Gott sei Dank. Sonst wäre mein Frustlevel jetzt wahrscheinlich schon auf 180 gestiegen. Mhm. Gib gleich mal die Reserve her. Weg damit! Immerhin bringt einen das Level bei, was man mit diesen Blöcken zu tun hat. Obwohl man das natürlich auch schon vorher im Hack anwenden musste. Okay, dann geh du mal auf deine beschwerliche Reise. Warten. Warten darf man hier. Boah, schnell weg. Also. Diesmal schieße ich nicht so viele weg. Muss natürlich genug wegschießen, damit ich auch wieder sicher landen kann. Ach, keine Ahnung. Es hat auf jeden Fall funktioniert. Das geht nicht. Kann ich hier nicht über die schießen. Jetzt sie ausnahmsweise mal eine riesige Hitbox. Okay, jetzt wird's eklig. Es wird immer komplizierter. Was muss ich denn hier jetzt machen? Okay, wenn die da runter geht. Dann mache ich es ihr mal nach. Ich kann nichts sehen. Ich möchte was sehen. Das ist ja nur eine Reset-Tür. Da will ich nicht hin. Jetzt hat sich der da festgeglitscht, weil ich ihm die Blöcke weggemacht habe. Tschüss, Säge. Und bitte die spawnen. Ja, nein. Den Gefallen tut sie mir dann doch nicht. Was soll das denn? Ja, da hat er die Rechnung aber ohne meine... Blume gemacht. Toll. Jetzt komme ich da nicht mehr hoch, weil ich den Panzer zerstört habe. Das ist ja tragisch. War da nur eine Chance? Ich könnte natürlich resetten, aber... Ich schaue mir jetzt erstmal an, was das hier noch so bringt. Block. Meistens findet man den gegen Ende eines Levels. Weil man ja 30 Münzen gesammelt haben muss, damit da ein Leben rauskommt. Und ich hätte überhaupt nichts gegen das Ende des Levels. Darf ich mir jetzt aussuchen, was ich will? Ich steig mal auf... Nein! Ach komm, lass einfach stecken. Oh, das war ein zusätzlicher Checkpoint. Hab ich auch schon wieder verkackt, ne, da hinzukommen. Obwohl, nein, das war richtig. Hier unten ist die Dragon Coin. Tschüssi. Reset. Und das resettet sogar alles, samt Power-Up. Da sage ich nicht nein. Ich meine, hier rüber kommt man ja nur mit dem Cape. Man rüberfliegen muss, damit man diese Lücke überqueren kann. Muss ich jetzt wirklich zwangsweise immer hin und her wechseln? Das wäre mal eine coole Idee. Weil wer benutzt das schon, dass man das Reserve-Item wirklich wechseln muss, hin und her. No, bitte nicht. Was hätte ich denn jetzt da eigentlich machen müssen? Also das ist nur ein Rückweg. Und da war er so freundlich, einen nicht zu killen. Ich schätze mal, ich soll hier fliegen. Naja, so aber nicht. Weil da ist ja nichts. Kann ich ja auf nichts stehen.
Nee, das hat sich jetzt überhaupt nicht richtig angefühlt. Und ich sehe auch nicht ein... Oh, no, das war keine Absicht! Lollikopter, jetzt kann ich wieder von vorne anfangen. Und ich brauche hier echt die Feuerblume. Wo war denn hier die nächste Reset-Pipe? Gib mal her. Boah. Ja, man schießt sich hier den Weg frei, um Platz, um Anlauf zu haben für die Feder. Das Setup ist nur ein bisschen strange. Obwohl, passt ganz gut, wenn man sich wirklich an die Münzen hält. So. Wieso kommst du jetzt nicht da hoch, Luigi? Wie lappenhaft kann man eigentlich sein? Das Fiese ist, die dreht hier um, genau. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn die da einen Abgang nach unten macht. Nein, nein, jetzt habe ich nicht gesehen, dass das nur so ein dummes Gitter ist. Wirklich, ich habe da super Probleme mit. Ich sehe in dem Level überhaupt nichts. Hintergrund, Vordergrund, Tiles und Grafiken ist für mich alles das Gleiche. No, jetzt hätte mich der noch fast abgesniped. Dankeschön. Immerhin wurde ich hier nicht von den Sägen jetzt getroffen, die schon freigesetzt waren. Ach, eine muss sogar noch jetzt hier rüber. Wie elaboriert dieser Aufbau ist. Jetzt kann ich mir ja eigentlich wieder nur zu viel wegschießen. Ist ja eine Katastrophe. Ich würde so gern den oberen Block da treffen, es geht aber nicht, komme ich nicht mehr ran. Ja, dann muss ich jetzt volles Risiko gehen. Nein, falsche Richtung. Oh Gott. Das kann ich jetzt auch nicht mehr reparieren, weil die Säge jedes Mal gleich rausfallen wird. Auch wenn ich die nochmal despawn. Wow. Ja. Mit anderen Worten, ich muss hier tatsächlich richtig nachdenken. Wie wäre es, wenn ich mir den Weg hier unten bahne? Macht das irgendeinen Sinn? Ich befürchte fast, es macht noch nicht mal Sinn. Nein, jetzt habe ich es auch schon wieder verkackt. Obwohl, ah doch, natürlich, wenn ich die Feuerblume verliere, ist alles aus. Man kann sich auch nie wirklich sicher sein, was für ein Block der jetzt letztendlich abschießt, ne? Geh du mal da raus. Ich meine, meine einzige Aufgabe ist es doch jetzt, die Säge da oben frei zu bringen. Und halt nicht getroffen zu werden. Das ist das größte Problem. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ich muss das doch irgendwie anders machen. Boah, ich hab's geschafft. Muss ich nur noch den Sprung irgendwie nicht versemmeln. Danke. Gib mir bloß die Feder, ey. Wenn die jetzt abgehauen wäre. Ich war so verzweifelt. Okay, zurück zur Feuerblume. Und sich hier einen Weg... No, der kommt da durch! Holy man, bin ich aber auch ein schnarchiger Lappen. So. Ich kann nicht sehen, wo ich lande. Ich hoffe nicht auf dem Gegner. Das war gar nicht mal so... cool. Was ist das denn jetzt hier? Gib mal das Cape her, ich brauch's. Ich will den wegwischen. Zacko. Ich meine, hier bin ich ja sicher zum Glück. Da oben sehe ich eine Boss-Tür. Ich hab's fast geschafft. Jetzt kein dummer Fehler mehr. Ich kann... Ja. Ich komm hier jetzt nicht mehr hoch. Ja, Leistbruch, du. Wo werde ich denn jetzt zurückgesetzt? Okay. Damit kann ich leben. Macht ihr einfach einen Abgang? Macht ihr doch einfach einen Abgang. Wieso verfolgt ihr mich so rigoros? Ich habe hier nichts getan. Dick Luigi passt hier wieder überall nirgendwo durch. Halleluja, du. So, ich wechsle jetzt auf die Blume. Wenn ich die verliere, dann ist es nicht so schlimm. Macht hinne, ihr Swamps! Ihr geht mir auf den Zeiger!
Achso, ich muss hier ja... Nein, was ist das denn jetzt? Oh Gott. Ich muss hier Anlauf nehmen. Jetzt krieg ich dann echt einen Rappel. Muss ich jetzt die Knochen trocken erstmal kaputt machen, damit ich da durchrennen kann? Eigentlich ja schon, oder? Die sind mir ja sonst komplett im Weg. Boah. Und jetzt kann ich da durchrennen mit dem Cape. Vorausgesetzt, da sind keine Sparkies. Los, Luigi! Hui! Habe ich es geschafft? Kriege ich jetzt den Boss serviert? Okay, es ist Bum Bum. Vielleicht kriege ich den ja noch irgendwie kaputt. Sieht schlecht aus. Sieht schlecht aus. Boing. So. Na, der ist echt schnell. Der macht alle Phasen durch, die er hat. Und gibt sogar einen Orb. Wie in Super Mario Bros. 3. Das ist ja übrigens auch die Herkunft, ne, des Orbs aus Super Mario World. Kommt nur im Luftschiff, also im Geisterschiff, im abgestürzten Luftschiff vor. Und ist natürlich ein kleines Easter Egg. Dankeschön! Eine geräuschlose Explosion. Das ist normalerweise Ludwigs Castle, das so kaputt geht. Bumbums Versuche haben Mario nicht davon abgehalten, sein Geschäft, also Bumbums Geschäft ist bankrott gegangen. Mario verlässt diesen Ort der Industrie, um ein bisschen in Bowsers tropischem Resort zu entspannen. Also komme ich da jetzt tatsächlich hin. Dann werde ich mir jetzt noch überlegen, oh, jetzt habe ich schon drei Möglichkeiten. Ich kann die Welt hier machen, ich kann zu Bowsers Kino gehen oder den neuen Weg beschreiten, der nach unten führt. Aber diesmal lege ich mich fest, im nächsten Part geht's zu Bowsers Kino und ich schaue mir das Rätsel da nochmal an. Bis dann, Leute. Ciao. Ach, schaut an, hier hätte ich sowieso dann lang gemusst. Interessante.